Hallo und ein herzlich willkommen bei Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2. Und heute geht es nicht um diesen Karmas LKW. Und zwar geht es heute um eine andere Mod, den Früh- und Spätherbst-Wettermod. Ja, ihr seht jetzt hier das Spiel ganz normal standardmäßig mit grünen Bäumen, Felder, die noch, ja, gelb und noch nicht abgeerntet ist. Und das will ich euch einfach mal zeigen, wie es aussieht, wenn ich den Mod aktiviert habe. Und dafür schaltet ihr das ganz schnell mal um. Also bis gleich. Und da bin ich wieder und es hat sich eine ganze Menge getan. Die Felder sind abgeerntet, die Bäume tragen keine Blätter und es sieht grau und trist aus. Und ihr seht auch, dass die Sonne ein wenig anders steht. Ja, das hat natürlich auch einen Einfluss. Nicht nur das Wetter ändert sich, dass es halt früher dunkel wird und ja später wieder hell. Auch die Vegetation hat sich dermaßen geändert, dass wir ein tristes Grau hier im Spiel haben. Und Blätter werden auf den Gehwegen liegen. Das werden wir auf jeden Fall gleich mal angucken. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Auch in den Armaturenbrettern, also wo ihr denn euer Interface angucken könnt. Na, fahr doch nicht in mein LKW rein. Wird sich auf jeden Fall ein bisschen was ändern. Ihr könnt dann... Ja, toll. Wir werden den LKW einfach mal schnell abschleppen. Ihr werdet dann auch sehen, dass die Anzeige, wenn ihr einen ganz normalen LKW habt, ja, viel, viel kälter ist, ne? So, jetzt fahren wir einfach mal hier schön durch die graue Stadt hier in Ungarn. Wir befinden uns in Ungarn, wie gesagt. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an. Ja, sieht das nicht herrlich aus? Ja, von meiner Seite her muss ich sagen, mir gefällt das ganz gut. Ich würde aber gerne wissen von euch, warum der Blinker nicht ausgeht. Ach so. Ich möchte gerne von euch wissen, würdet ihr das in den nächsten Versionen oder nächsten Folgen sehen von mir, dass ich dir diese Herbstmod, sag ich jetzt einfach mal so, im Spiel lasse? Dieses Grau, guckt euch die Blätter an. Wenig Blätter sind an den Bäumen, aber dafür ja sehr, sehr herbstlich gefärbt. Ich sehe jetzt aber nicht, so wie er es geschrieben hat, dass die auf den Bürgersteigen irgendwelche Blätter liegen sollen. Das soll wahrscheinlich hier dieses matschige Zeug sein, was den Winter ins Spiel bringt oder den Herbst. Ihr habt ja in den letzten Folgen oder letztes Jahr gesehen, dass ich hier so eine Wintermod im Spiel hatte. Und das bedeutet vielleicht so einen kleinen Vorgeschmack auf die Wintermod. Wie gesagt, könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr das gerne sehen wollt. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier ganz grob gesagt schon ein paar Features gesehen. Die Bäume haben sich auf jeden Fall geändert. Die Felder sind abgeerntet, nicht mehr so prall gelb oder auch auf grasgrün, sondern halt doch sehr, sehr herbstlich. Die Sonne steht tiefer und es wird auf jeden Fall früher dunkel. Wir haben jetzt 12 Uhr und können wir hier irgendwo die Sonne sehen? Nee, können wir nicht sehen. Wir fahren jetzt einfach mal ein Stück raus aus der Stadt. Wir machen mal einfach an. Wir fahren jetzt mal den Weg lang, den ich ja schon ein Stück gefahren bin. Wir machen es aus und ich überhole trotzdem. Eine andere Sache, die ich jetzt noch ansprechen möchte, solange wie ich jetzt hier den Weg fahre und Strafzettel bekomme, weil ich immer rot fahre, ist auf jeden Fall, dass ich meine ganzen Videos jetzt komplett von 1 bis Y durchnummeriere und nicht mehr alles einzeln mache, zum Beispiel Schwerlasttransport nur einzeln oder Oldtimer oder US. Das wird einfach weitergehen mit den Zahlen, nicht wundern. Da werde ich auf jeden Fall das immer so als Thema hinten reinschreiben, aber nicht mehr so forcieren, dass ihr einzelne Serien seht. Und ey, sieht das nicht cool aus? Das sieht doch schon richtig nice aus. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir ganz gut. Welchen Wintermod ich denn nehme, muss ich dann erstmal sehen. Aber hier dieses Herbstliche ist nicht schlecht. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut in die Stimmung vom Euro Truck Simulator.
Und ich möchte jetzt auch nicht zu weit ausholen. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr die Mod findet, ob ihr mehr davon sehen wollt und ob ich die bis der Winter der erste Schnee ja, kommt, im Spiel lassen soll. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und mit den Worten möchte ich mich hier eigentlich verabschieden. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.